Thank you. J. Melenowski. Das Märchen von Jaromel dem Köhlerknaben. Gelesen von Jasmin Stab. Tief in einem Wald, den man seines düsteren Aussehens wegen allgemein den Schwarzen nannte, wohnte vor langer, langer Zeit Konrad der Köhler mit seinem Weib und seinem Sohn Jaromel, einem Knaben von sieben Jahren. Eine ärmliche Hütte, einige Ziegen und Schafe, und ein Stückchen Feld in dem engen Tal, worin die Hütte lag, war ihr ganzer Reichtum. Hiermit hätten sie, so genügsam sie auch waren, ihre Bedürfnisse nicht befriedigt. Daher musste Konrad bei günstigerer Jahreszeit Tag und Nacht im Wald Kohlen brennen, welche er dann in die nächsten Städte und Dörfer brachte, während sein Weib das Hauswesen besorgte, für die wohlhabenderen Leute spann, und der kleine Jaromil die wenigen Ziegen und Schafe hütete. Die Köhlerin war Jaromils Stiefmutter, daher sie ihn auch sehr hart behandelte. Nur dann, wenn der Winter kam und der Köhler im Wald nicht arbeiten konnte, hatte Jaromil nicht so viel zu leiden, da sich die Köhlerin nicht getraute, den Knaben vor den Augen seines Vaters zu misshandeln. Kaum war jedoch der Frühling gekommen, verließ der Köhler seine Hütte und wanderte in den Wald, von wo er nur selten nach Hause kam. Inzwischen musste Jaromil zu Hause den Zorn seiner Stiefmutter empfinden. Wegen jeder Kleinigkeit, oft auch ohne alle Ursache, wurde er hart gestraft. Und weinte er dann, so drohte ihm das böse Weib Wenn du dem Vater ein Wort sagst, so bekommst du doppelte Strafe. Der arme Knabe schwieg, entging aber doch selten der Rute. Darum war Jaromil am fröhlichsten gestimmt, wenn er ein Stückchen trockenes Schwarzbrot in die Tasche schob und die Ziegen und Schafe auf die Weide treiben konnte. Fand er eine fette Weide für seine kleine Herde, so verließ er sie, wohl wissend, daß sie gewiss den Platz nicht verlassen werde, und lief im Wald herum alsdann fühlte er sich frei wie die vögel in der luft mit denen er um die wette sang oder er schnitt aus jungen weiden pfeifen oder suchte erdbeeren aber seine liebste beschäftigung war blumen zu suchen am abhang eines berges hatte er ein kleines gärtchen angelegt mit niedrigen bäumchen eingehegt und mit den schönsten feldblumen bepflanzt kein gipfel war ihm zu hoch keine schlucht zu tief wenn er dort ein schönes Blümchen sah. Er kletterte auf den Felsen, ließ sich in die Schlucht hinab, hob jedes Blümchen vorsichtig samt der Erde aus und trug es in sein Gärtchen. Hier war er gewöhnlich den ganzen Tag beschäftigt. Er jätete das Unkraut aus oder begoss seine Blümchen. Und es ward ihm nicht schwer, vom Berg herabzusteigen und aus dem Bach, der sich wie ein Silberfaden durch die grünen Wiesen wand, Wasser zu schöpfen. Gab es im Gärtchen keine Arbeit oder wollte er ausruhen? So saß er auf seinem Ruheplätzchen, das er sich aus grünem Rasen bereitet hatte, blickte freundlich und vergnügt nach seinen lieben Pfleglingen hin und empfand so die größte Freude. Mit ihnen unterhielt er sich, mit ihnen redete er, ihnen klagte er sein Leid, von ihnen empfing er Trost. Denn es war ihm, als ob sie ihre zarten Köpfchen erhoben, zu ihm sprechen, ihm dankten, Glück und Wohlergehen verheißen möchten für die liebevolle Pflege, die er ihnen angedeihen ließ. Fand er eine neue Knospe bei einer seiner Blumen? Konnte kein Fürst fröhlicher sein, wenn er die ersten Knospen der Blumen sieht, die er aus fremden Ländern um schweres Geld zuführen ließ und kostbare Glashäuser für sie baute senkte sich der abend auf die erde nahm er seine pfeife gab das gewöhnliche zeichen und bald waren seine ziegen und seine schafe auf dem ihnen wohlbekannten ort bei seinem gärtchen versammelt jaromil ging noch einmal zu allen seinen blumen nahm abschied von ihnen trat dann zu seinen ziegen und schafen die ihn außerhalb der umzäunung erwarteten und nun ging's der köhlerhütte zu so verlebte Jaromil den Sommer. Wenn aber die Erde ihr Blütenkleid ablegte, sang auch Jaromil seinen Blumen das Sterbelied. Traurig sah er eine nach der anderen welken und verblöhen. War die letzte zur Erde gesunken, bedeckte er seufzend ihr Grab mit Reisig und nahm auf lange Zeit Abschied von seiner Freude. Denn von nun an musste er zu Hause sitzen, und dem Vater oder der Mutter bei der Arbeit helfen. Der Vater verfertigte mancherlei Körbe, die Mutter spulte oder spann, und Jaromil musste bald da, bald dort, wie es gerade Not tat, helfen. Hatten sie den ganzen Tag gearbeitet, setzten sie sich am Abend um den Kamin, und der Köhler erzählte ihnen Begebenheiten, von denen er gehört, als er noch in der Stadt diente oder was er selbst erlebt hatte. Als sie eines Abends wie gewöhnlich um den Kamin saßen, sagte der Vater zu Jaromil Knabe, du nimmst ja zu wie die Weiden an unserem Bach, und wir haben noch nie bedacht, was mit dir anzufangen. Du wanderst fortwährend mit den Schafen herum, lernst nichts, und die Jahre eilen wie das Wasser vom Berg. Dann wandte er sich an sein Weib mit den Worten, so kann es nicht bleiben. Ich muss ihn in die Stadt oder sonst wohin führen, damit er doch was lerne. Es hat ja noch Zeit mit ihm, erwiderte diese. Das scheint dir, aber ich glaube es nicht. Höre ja, was wolltest du werden? Am liebsten Gärtner. Das taugt zu so nichts, mein Knabe. Damit wirst du dein Brot nicht verdienen. Wähle etwas anderes. Etwas anderes will ich nicht wählen. Und warum? fragte der Vater. Weil es mich nicht freut, den ganzen Tag bei einem Handwerk im Zimmer eingesperrt zu sitzen. Ich bin am liebsten in der frischen Luft. Gut, dann werde Köhler, wie ich. Das ist einträglicher. Und dabei kannst du dich den ganzen Tag in frischer Luft bewegen. Nein, nein, Vater. Ihr haut die schönen Bäume um, verbrennt sie zu Kohlen. Ich aber möchte sie gern pflegen und mehren. Närrischer Junge! Wolltest du denn frieren, um keinen Baum umhauen zu müssen? Ihr habt ja Klötze und dürres Holz genug im Wald und müsstet wahrlich keinen gesunden Baum im Wald umhauen, um die Stube beheizen zu können. Wenn ich König wäre, dürfte niemand in meinen Wäldern frische Bäume umhauen und in meinen Gärten Blumen pflücken. Weil du ein Narr bist, dann würdest du erst einsehen, wie weit du mit solcher Ordnung kämest. So endeten gewöhnlich die Gespräche wenn der Vater Jarumil fragte, welchen Stand er wählen wolle. Lange Zeit und viele Worte brauchte der Alte, ehe er den Knaben überzeugte, dass in der Welt alles so geschehen müsse. Aber in Bezug der Wahl eines Standes konnte er ihn trotz aller Überredung zur Änderung seines Entschlusses nicht bewegen. Endlich widerstrebte der Köhler nicht. Die Köhlerin aber pflegte zu sagen, was möchte ich mich ärgern mit dem Burschen? Was du willst, das muss er werden. Ich aber will nicht, dass er einst über mich klage, war dann die gewöhnliche Antwort des gutmütigen Köhlers. Und dabei blieb es. Wenn die Erde aus dem tiefen Winterschlaf erwachte, die Gipfel der Bäume zu krönen begannen und die Vögel mit ihren ersten Tönen die Blumen aus dem langen Traum weckten, Eilte Jaromil voll freudiger Hoffnung zu seinem Gärtchen, welches er immer traurig verließ, so oft er die Äuglein seiner Lieblinge noch geschlossen fand. Gewöhnlich aber war es Maßlebchen, welches ihn mit seinem rötlich-weißen Blick zuerst freundlich begrüßte. Von der Zeit an besuchte er jeden Tag, wenn er Muße hatte, seine Blumen, bis er wieder die Schafe auf die Weide führen, und den ganzen Tag im Gärtchen zubringen konnte. Eines Tages ging er im Wald herum, sang und sah nach den Bäumen. Da sah er plötzlich ein wunderschönes Vöglein auf einem Ast sitzen. Das winzige Köpfchen glänzte im reinsten Gold. Der Bauch und der Rücken spielten vom dunkelsten bis ins lichteste Blau. Dazu hatte es braune Flügel. Und der Schweif war dunkelrot. Jaromil blickte den Vogel eine Weile ganz erstaunt an. Als er aber sah, dass er immer niedriger von Baum zu Baum, von Ast zu Ast flog und endlich auf der Erde herumhüpfte, dachte er: Warte, jetzt werde ich dich fangen. Zog die Mütze vom Kopf, stahl sich auf den Zehenspitzen immer näher. Flaps! Die Mütze fiel. Und das Vöglein flog weiter. Jarumil glaubte, er müsse das Vöglein fangen. Denn es flog immer nur eine kurze Strecke weiter, setzte sich auf die Erde, flog aber wieder weg, so wie Jarumil näher kam. So reizte der Goldkopf den Knaben immer mehr, der ihn, obwohl er schon sehr müde war, unablässig verfolgte und in seinem Eifer gar nicht gewahr wurde, dass er bereits weit vom Hause weggekommen sei und in einer wildfremden Gegend sich befinde. Erst nach vielen Stunden, als das Vöglein plötzlich verschwand, bemerkte Jaromil seinen Fehler. Gern wäre er nun zurückgekehrt, aber er wusste keinen Weg. Er suchte, und nach langem Suchen sah er sich in einem Tal, aus welchem er keinen Ausweg finden konnte. Hungrig und ermüdet setzte er sich auf die Erde und weinte. Ach, daß ich mich so weit verlocken ließ! Wie komme ich nun nach Hause? Was werden Vater und Mutter sagen? Unter solchen Weglagen hörte er über seinem Haupt munteren Gesang, und als er umherblickte, woher der Gesang komme, sah er auf einem Felsen das Vöglein sitzen, das ihn so weit verlockt hatte. Warte, Betrüger, dir will ich's zahlen, dachte Jaromil und suchte nach einem Stein, um das Vöglein zu töten. Dieses aber rührte sich nicht von der Stelle, sang unablässig und so lieblich fort, dass selbst der erzürnte Jaromil die Rache vergaß und dem Sänger lauschte. Plötzlich schwieg dieser, flog hinab und verschwand im Felsen. Jarumil ließ ihn nicht aus den Augen und hatte daher klar gesehen, wo er verschwunden war. Er ging näher zum Felsen und erblickte eine schmale Öffnung, durch welche ein Erwachsener sich kaum hätte durchwinden können. Er war nicht furchtsam und schnell entschlossen kroch er hinein. Etwa zwanzig Schritte mochte er sich durch die Felsöffnung gewunden haben. Dann gelangte er ins Freie. Noch. Einen Schritt, und er blieb, die Hände gefaltet, betäubt stehen. Soweit sein Auge reichte, sah er einen paradiesischen Garten, in dessen Mitte ein Schloss stand. Die Wände aus schneeweißem Marmor waren mit Edelsteinen reich und künstlich geschmückt. Um die Säulen, mit welchen dasselbe verziert war, fand sich Efeu bis zum Golddach hinauf. Hunderte von Blumen, die keines Menschen Auge gesehen, blühten auf dem grünen Rasen, der wie ein Seidenteppich den ganzen Garten bedeckte. Auf den Bäumen, von denen einige in der schönsten Blüte standen, während andere voll Obst hingen, wiegten sich Vögel aller Farben. Um Blumen und unter Bäumen, am Rasen und um das Schloss, bewegten sich eine ungeheure Menge von Zwergen. Die Männchen mit Grauen, die Mädchen mit weißen Kleidern angetan. Jaromil wusste nicht, wohin er blicken sollte. Er ließ daher seine Augen von einem Gegenstand zum anderen frei umherschweifen. Da kamen mehrere kleine Mädchen herbei. Eines von ihnen trat zu ihm und sagte: Was stehst du hier und kommst nicht zu uns? Komm, begieße Blumen mit uns und dann wollen wir mit dir spielen. Jaromil war ein freundlicher Knabe und ließ sich zur Arbeit nicht zweimal rufen. Vorzüglich, wo es Blumen, seinen Lieblingen galt. Er war sogleich bereit, und die kleinen hübschen Mädchen führten ihn bis nah ans Schloss, wo sie aus dem Bach, der sich einer Schlange nicht unähnlich durch die Blumenwand Wasser holten und die Blumen begossen, deren Pracht Jaromil so anzog, dass er seine Freude laut aussprach worauf ihm eines der Mädchen erwiderte Wenn dir das Vergnügen macht, arbeite nur ein Weilchen mit uns, dann wollen wir dir schönere Blumen zeigen, und süßes Obst bekommst du so viel du willst. Das freute Jaromil, und er arbeitete mit den geschäftigen Kleinen um die Wette, die in kleinen Muscheln Wasser schöpften, womit sie die Blumen begossen. Zuweilen aber vergaß er Wasser zu schöpfen blickte nach den schönsten Blüten oder sah den lieben Kleinen zu, wie sie auf dem Rasen hin und her eilten, wie ihre Wangen glühten und die feurigen Augen sich im Takt zu bewegen schienen. Wie nennt man dich? fragte Jarumil die größte der Kleinen, die ihm gleichwohl kaum an die Knie reichte. Ich heiße Narzisse. Die dort ist meine Schwester Lilie, jene Hyazinthe. Und so sagte die liebliche Narzisse dem horchenden Jaromil die Namen ihrer Schwestern der Reihe nach vor. Als sie mit der Arbeit fertig waren, faßte Narzisse Jaromil bei der Hand und führte ihn im ganzen Garten herum. Pflüge Obst, welches dir beliebt, und iss! So etwas ließ sich Jaromil nicht zweimal sagen. Er pflückte und aß so lange, bis er seinen Hunger gestillt hatte. Nebst den Mädchen, denen er bei der Arbeit geholfen hatte, sah Jaromil noch viele andere. Denn fast bei jedem zehnten Schritt trafen sie eine neue Gesellschaft. Auch Männchen sah er, von denen einige bunte, andere graue Kleider trugen. Auf diese achteten jedoch die Mädchen wenig. Sage mir doch, liebe Narzisse, was für Menschen jene sind? fragte Jaromil seine Führerin. Die einen? Und zwar jene im grauen Gewand arbeiten in den Bergen, die anderen in bunten Kleidern hingegen im Garten. Und einige bedienen den König, welcher dort in dem Schloss mit seiner Frau, unserer Mutter, wohnt. Bei euch oben, wo die großen Menschen wohnen, nennt man sie gewöhnlich Pygmäen oder Zwerge. Jaromil hörte mit Erstaunen diese Worte. Denn nie hatte ihm der Vater von derlei kleinen Leuten erzählt. Daher schwieg er. Willst du unseren König sehen? fragte die gesprächige Narzisse. Und da Jarumil bejahte, schickte sie die Schwestern, welche mit ihnen gingen, voran. Sie selbst ging mit Jarumil gemächlich nach. Als sie beim Schloss ankamen, hatten die Vorangeeilten ihre Ankunft dem König und der Königin bereits gemeldet und kamen ihnen entgegen, um sie vorzuführen. In einem großen Saal stand der Thronsessel, mit rotem Damast überschlagen. Gold, Silber, Diamanten und andere Edelsteine waren im ganzen Saal, wo man nur hinsah, mit einer solchen Verschwendung verwendet, dass Jaromil bei seinem Eintreten von der Pracht und dem Glanz der Edelsteine geblendet, die Augen schließen und stehen bleiben musste um sich zu sammeln. Auf dem Thron saß der König, ihm zur Seite die Königin, eine schöne, freundliche Frau. Um sie herum saßen und gingen jüngere Frauen und Mädchen in großer Zahl. Wen führst du mir zu, meine schöne Tochter? fragte der König Narzisse, als diese Jaromil, nachdem er sich erholt hatte, bis zum Thron vorführte. Es verirrte sich zu uns einer von den Söhnen des Erdenkönigs über uns, erwiderte diese. Erlaube daher, dass er eine kurze Zeit hierbleiben und ich ihm unser Reich zeigen dürfe. Du bist vorsichtig und weise, darum sei deine Bitte gewährt. Tue nach deinem Belieben, antwortete der König liebevoll, worauf Narzisse ihn und die Königin küßte. Hierauf entfernte sie sich mit Jaromil, dem der König die freundliche Mahnung mitgab, sich in allem dem Rat von Narzisse zu fügen, wenn er in seinem Reich bleiben wolle. Narzisse führte Jaromil zuerst durch die königlichen Gemächer. Dieselbe Pracht, die im Thronsaal herrschte, war auch hier zu sehen, so daß Jaromil ausrief: O Narzisse, bei euch ist es wie im Himmel. Eben waren sie zu einem weichen gepolsterten Ruhebett gekommen, und Jaromil bat Erlaube Narzisse, dass ich mich hier setze, um wenigstens einmal die Bequemlichkeit der vornehmen Herren zu kosten. Lächelnd nickte ihm Narzisse die Erlaubnis zu und fragte ihn, ob er wohl wünschen würde, König zu sein. Freilich, war die Antwort. Es ist gar so schön im Überfluss und ohne alle Sorgen leben zu können. Ich wünschte aber vorzüglich deswegen König zu sein, weil ich dann viele schöne Gärten hätte. Das andere würde mich wenig kümmern. Du wärst der rechte König. Sieh, der König ist der Vater des ganzen Landes. Darum muß er für die Bewohner wie für seine Kinder sorgen und hat daher mehr Kummer als einer seiner Untertanen. Unser König behandelt uns alle wie seine Kinder. Keiner gilt ihm mehr. Keiner weniger. Wie du ihn früher mit mir sprechen sahst, liebreich und freundlich, wie ein Vater mit seinem Kind. Ebenso liebreich und freundlich spricht er mit dem Niedrigsten seiner Untertanen, der den ganzen Tag hindurch in den Bergen arbeitet. Was er will, das wollen auch alle anderen. Und was sie wünschen, erfüllt er gern. Und glaubst du vielleicht, dass alles des Königs Eigentum ist, was du hier siehst? O oh nein, mein lieber Knabe, das Schloss gehört uns allen. Jeder von uns kann hier ausruhen. Bei seinem Tisch essen wir alle. Und der König selbst glaubt nicht mehr Recht zu haben auf alles, was in seinem Reich ist, als seine Untertanen. Kurz, er ist nicht unser Herr, sondern unser Vater. Und darum leben wir ihn. Wenn du aber König wärest, und das von deinen Untertanen im Schweiße des Angesichts Erworbene in Saus und Braus verprassest, und ihnen dennoch eine Gnade zu erweisen glaubtest, indem du dann und wann ihre Klagen anhörtest und sie mit leeren Worten tröstetest, könnten dich wohl deine Untertanen lieben? Mitnichten. Du wärst ein schlechter König, mein Knabe. Ich sehe meinen Fehler ein, liebe Narzisse antwortete Jaromil etwas beschämt dem eifrigen Mädchen, das ernst wie ein erkrauter Prediger vor ihm stand. »Und will dir in allem gehorsam sein, denn du bist besser und gescheiter als ich. Obgleich ich niemals als König auf dem Thron sitzen werde, so will ich mir doch deine Lehre merken.« »Nun aber«, setzte er nach einer kleinen Weile hinzu, »lass uns in den Garten gehen.« bei diesen Worten war Jaromil von dem Ruhebett aufgestanden und sie gingen in den Garten. Jetzt war Jaromil wieder ganz fröhlich, denn er befand sich unter Blumen. Narzisse führte ihn von einem Beet zum anderen, und er konnte sich kaum satt sehen, weil ihm immer eine neue, schönere Blume zu Gesicht kam, wenn er schon die schönste gesehen zu haben glaubte. Wie kommt es wohl, Narzisse, dass bei euch hier alle Blumen so schön und ohne Makel sind? Höre, Jarumin, antwortete seine Führerin. Mit den Bäumen und Blumen, die du hier siehst, ist unser Leben innigst verknüpft. Das Gesetz, das über uns waltet, gebietet unserem Reich Untergang, so wie dieser Garten zugrunde ginge. Darum ist unsere Sorgfalt nicht auf einzelne Blumen, sondern auf die Erhaltung des ganzen Gartens gerichtet. Deshalb warten wir jeden Baum, jede Blume, wir reinigen sie von schädlichen Insekten und entfernen jene schädlichen Schwestern von ihnen, die sich neidisch an sie schmiegen und ihr Wachstum hindern. Es gibt auch Blumen hier, die minder vollkommen sind als Rosen, Lilien und andere mehr. Dennoch haben sie hier Platz gefunden, weil sie dessen ungeachtet manche gute Eigenschaften haben. Diese Unvollkommenen sind unsere Kranken. Du kannst sie dort in jener Abteilung sehen. Einige sind zu schwach, um allein zu stehen. Daher setzen wir sie zu den Bäumen, damit diese ihre Stütze seien. Hierher gehört der Efeu. Andere leben Feuchtigkeit und Kühle und würden in kurzem verderben, wenn wir sie den glühenden Sonnenstrahlen aussetzen möchten. Diese setzen wir an den Bach. Kurz, wir pflegen alle. Denn alle wollen wir zur Vollkommenheit heranziehen, auf das alle in gleicher Schönheit prangen und unser Garten zum Paradies werden möchte. Während dieser Rede hatte Jaromil alle Blumen besehen, und Narzisse sagte zu ihm: Jetzt lass uns weitergehen, damit du unser Reich in allem kennenlernst. Sie fasste ihn abermals an der Hand, und sie gingen den Weg, welchen sie viele von den grauen Männchen wandeln sahen. Aus dem Garten gelangten sie in unterirdische Gänge und aus diesen in ein weites Gemach, in welchem eine große Zahl grauer Männchen sehr fleißig beschäftigt war. Einige sahen sie Gold auslesen, andere Edelsteine auswählen und schleifen, andere schöne Spielereien verfertigen, wie sie Jarumil in Menge im Schloss gesehen. Oben am Tisch saß ein altes Männchen, damit beschäftigt, Diamanten, Granaten und Rubine in goldene Schränke zu reihen. Diesem schien der Besuch Jaromils nicht sehr willkommen zu sein, denn ganz verdrießlich blickte er nach ihm. Narzisse trat sogleich zum Alten, streichelte seine welke Hand und sagte recht freundlich Sei nicht böse, lieber Alte. Der König gab mir die Erlaubnis, den Knaben hierher zu führen womit er sich zufrieden gab. Hierauf führte Narzisse ihren Gast von einem Schrank zum anderen, zeigte ihm alle kostbaren Sachen, die hier aus Silber, Gold und Edelsteinen aufgehäuft waren, und nachdem sie dem Alten gedankt, verließen sie das Zimmer. Von da kamen sie über einige Stufen abwärts auf eine grüne Wiese. Mitten durch diese alten spielend die Silberwellen eines Baches auf welchem sich grünhaarige Wielen behaglich wiegten. Ihr schneeweißes, durchsichtiges Gewand schien aus Spinnenfäden künstlich gewebt, der Kranz von Wasserlilien, den sie trugen, in dem winzigen Köpfchen Wurzeln gefasst zu haben. Kleine Mädchen mit lieblichen Engelsgesichtern schaukelten sich auf Korallenbäumchen, während andere in Perlenmuscheln um die Wette schwammen, oder untereinander spielten. Narzisse bestieg mit Jaromil einen kleinen, aus Ebenholz künstlich gearbeiteten und noch künstlicher mit Silber ausgelegten Kahn, nahm das goldene Ruder in die Hand und bewegte den Kahn dorthin, wo die Wielen in den Wellen spielten. Kaum waren sie bei diesen angelangt, kamen alle heran und hießen Narzisse willkommen. Die schönste von ihnen, die Stadt des Lilienkranzes einen dünnen, mit Perlen reich besetzten Schleier trug, und welche die Gebieterin der übrigen zu sein schien, kam zu Narzisse in den Kahn und fragte sie: Wer ist dieser schöne Knabe? Er verirrte sich in unseren Garten, gefällt mir, und ich will ihm, solange er hier verweilen darf, unser Reich zeigen. Und gab der König hierzu seine Erlaubnis? Ohne sein Wissen hätte ich dies gewiss nicht gewagt. Sage mir doch, schöne Frau, wohin dieses Wasser fließt? Fragte Jaromil die Wila, die sogleich entgegnete: Dieses Wasser trinken die Blumen und Bäume, mit denen unsere Erde geschmückt ist. Jaromil staunte über die Schönheit, die er auch hier traf. Leichtfüßige Wielen hüpften um den Kahn und sahen freundlich zu dem Knaben hinauf. Die Schönste von ihnen tauchte in das Wasser, kam aber im nächsten Augenblick zurück und übergab Jaromil eine Perlenmuschel mit den Worten Diese Muschel bewahre zur Erinnerung an mich. Solltest du meiner Hilfe bedürfen, öffne sie und wirf die darin enthaltene Perle zur Erde. Auf diese Art kannst du mich rufen. Jaromil dankte der freundlichen Wieler und steckte die Muschel ein, worauf sie die Wielen verließen. Bald gelangten sie zu einem großen Palast von weißem Marmor. Sie traten ein. Narzisse führte Jaromil und öffnete kurz darauf einen großen weiten Saal, der in hellem Feuer brannte. Gelblich-blaue Flammen wandten sich in Bogenkrümmungen durch das ganze Gemach. In der Mitte desselben glänzte ein blassgelber Stern, der Sonne gleich, und entsendete Millionen Funken nach allen Richtungen. Kinder, klein aber wunderschön, tanzten in den Flammen. Sie schienen vom reinsten Kristall geformt und waren so durchsichtig, dass man sehen konnte, wie ihre kleinen Herzchen vor Freude hüpften. Dass doch die Kinder nicht verbrennen, wunderte sich Jaromil. Wie du auf der Erde, die Wielen im Wasser. So leben diese im Feuer und müssten außer demselben sterben. Und wo kommt all dies Feuer hin und wozu ist es hier? Sollen Bäume und Pflanzen gedeihen, Frucht und Blüte tragen, brauchen sie Wasser und Feuer. Euer Wein wäre so feurig nicht, wenn dieses Feuer erlöschen würde. Während sie so sprachen, trat eines von den Kleinen aus dem Feuer und sagte Meine Schwester gab dir ein Angedenken, nimm denn auch von mir dieses. Bei diesen Worten übergab sie Jaromil ein winziges Kristallfläschchen, dessen Inhalt feurig blitzte. Bewahre es gut. Solltest du meiner Hilfe bedürfen, öffne das Fläschchen, und ich werde kommen. Sonst aber öffne nicht. Jaromil dankte dem Feuermädchen und legte das Fläschchen zur Perlenmuschel. Hierauf verließen sie den Palast und gingen in den Garten zurück. Als sie hier ankamen, sagte Narzisse zu Jaromil: Jetzt kannst du mit mir noch einmal zum König gehen, dann aber musst du uns verlassen. Warum treibst du mich von euch? Mir gefällt es hier so gut, dass ich für immer bei euch bleiben wollte. Das kann nicht sein, mein lieber Knabe. Wir dürfen niemanden von euch bei uns lassen. Ihr Menschen seid nicht so genügsam und friedfertig wie wir, und darum taugt ihr nicht für unser Reich. Und glaubst du, dass es dir hier immer gefallen würde? Deine Bescheidenheit würde nach und nach schwinden. Unser Garten würde dir zu klein dünken, und bald würdest du dich nach deiner eitlen Welt sehnen. Einmal vielleicht, wenn du in bitteren Erfahrungen eure Welt kennengelernt hast, wirst du an uns denken und mit uns zu leben wünschen. Inzwischen waren sie zum Schloss gekommen und traten in das Gemach, wo sich gerade der König und die Königin befanden. Wie gefällt es dir bei uns? fragte der König Jaromil. So gut, Herr König, dass ich ewig bei euch bleiben wollte. Dann müsstest du sein, was diese sind, widerlegte der König und wies dabei auf die um ihn versammelten kleinen Geschöpfe. Weil du aber das nicht bist, musst du uns verlassen. Noch eine Weile lass ihn bei uns, Vater, dann werde ich ihn selbst geleiten, bat Narzisse. Der König gab auch hierzu seine Einwilligung. Narzisse führte Jaromil zu einem Ruhebett worauf sie sich zu ihm setzte, und um sie versammelten sich die hier eben anwesenden Kleinen, die Königin mit ihnen. Nun musste Jarumil erzählen, wie das Reich der Menschen auf Erden beschaffen, welche Sitten, Gebräuche und Lebensweise anzutreffen seien. Jarumil wusste wenig aus eigener Erfahrung, denn er war äußerst selten in die Stadt gekommen, und da nur auf kurze Zeit. Daher kam es ihm nur sehr zustatten, dass er dem Vater, wenn er an Winterabenden erzählte, aufmerksam zugehört hatte. Jaromil hatte erwartet, dass sich alle über vieles nicht wenig wundern würden, weil ihre Lebensart von jener der Menschen auf Erden sehr abwich. Sie aber lachten bei der Angabe mancher Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten. Hierauf erhielt Jaromil schmackhaftes Obst, und als er sich satt gegessen, nahm er vom König, der Königin und den anwesenden Kleinen Abschied und ging, von Narzisse geleitet, aus dem prachtvollen Schloss. Als sie in den Garten traten, konnte er nur mit Mühe die Tränen zurückhalten, die ihm bei dem Gedanken kamen, dass er nun das Schloss und den Garten, wo er so vergnügt und froh gewesen, verlassen müsse. Traurig blickte er nach allen Seiten zu den Blumen, und es schien ihm, dass sich ihre Wunderblüten zur Erde neigten und ihm das letzte Lebewohl zuwinkten, was seinen Schmerz nur noch vergrößerte. Eben kamen sie an einem Rosenstrauch vorüber, an welchem eine große Menge der schönsten Rosen hing. Jedes Blatt schien lebendig zu sein und sich mit Liebe an das andere zu schmiegen. Einmal noch will ich mich in eurem süßen Odem baden. Es ist ja zum letzten Mal. Bei diesen Worten hatte Jaromil seinen Arm erhoben und bog einen Ast herab. Dieser aber glitt aus seiner Hand, der ganze Strauch erzitterte und tausende von Rosenblättern fielen zu Boden. Sie sollen mir ein liebes Andenken aus euren Garten sein, sprach Jaromil und las eine Handvoll der schönsten vom Boden auf, um sie mitzunehmen. Bewahre sie wohl, ermahnte seine Führerin. Sie gingen noch eine kurze Strecke weiter und standen dann vor dem Felsen, durch welchen Jaromil hierher gelangt war. Hier müssen wir scheiden, sagte Narzisse. Du gehst in die Welt, ich bleibe hier. Nimm diesen goldenen Kern und bist du einst meiner Hilfe bedürftig, wirf ihn zu Boden und ich werde kommen bis dahin verwahre ihn wohl. Das aber merke und vergiss es nie, dass du keiner lebenden Seele sagen darfst, wo du gewesen, Dein und unser Unglück wäre die unausbleibliche Folge deiner Geschwätzigkeit. Sei unbesorgt, versicherte Jaromil. Von mir wird niemand etwas erfahren. Hierauf reichte ihm Narzisse die rechte Hand, berührte mit der linken den Felsen, dieser Wich, und Narzisse verschwand. Jaromel stand nun einsam in einer ihm unbekannten Gegend. Kein Wald, kein Felsen war zu sehen. Jede Spur des Weges, den er soeben genommen, war verschwunden. Wie sollte er nun seines Vaters Hütte finden? Als er forschend umherblickte, sah er unweit eine Herde, dann einige Hütten, die mit kleinen Gärtchen umgeben waren, worin Menschen arbeiteten. Zu diesen lenkte nun Jaromil seine Schritte, um von ihnen die Richtung des Weges zu erfragen, den er nehmen sollte, um nach Hause zu gelangen. Bevor er die Hütten erreichte, kam er an einem Menschen vorüber, der auf dem Feld Unkraut jätete. Diesen fragte er Ich bitte euch, mir zu sagen, wo der schwarze Wald liegt und wie weit noch dahin zu gehen. Der schwarze Wald liegt in jener Gegend. Aber wie weit bis dahin, kann ich nicht sagen. Es mag eine tüchtige Strecke sein. Denn als der Köhler Konrad seine Kohlen uns zuführte, brauchte er einen Tag zur hin und einen zur Rückreise. Jaromil freute sich, als er den Namen seines Vaters hörte, und sogleich fragte er, Bringt euch denn Konrad nicht mehr seine Kohlen? Freilich nicht, er wohnt ja nicht mehr im Schwarzen Wald. Vor zehn Jahren verlor er seinen siebenjährigen Sohn. Konrad suchte überall, aber nirgends fand er den Knaben. Da verkaufte er seine Hütte und zog in die Stadt, deren Namen ich vergessen habe, denn er hoffte den Knaben dort leichter auffinden zu können. Staunend hörte Jaromil diese Worte. Und nun erst wurde er gewahr, dass er dem hochgewachsenen Mann bis an die Schulter reichte. Zehn Jahre war ich also dort, dachte er bei sich. Und kaum kam es mir so lange vor, als wären es ebenso viele Stunden gewesen. Ihr habet wohl den alten Konrad gekannt? fragte der Bauer den sinnenden Jaromil. Ja, ich bin seines Bruders Sohn. Bin gekommen, ihn zu besuchen. Und nun ist meine Freude zu Wasser geworden. Klagen braucht ihr deswegen nicht. Konrad ist ja nicht aus der Welt gegangen. Ist er nicht hier, so wird er anderswo zu finden sein. Diesen Weg nahm er, als er zur Stadt fuhr. Tut ein gleiches. Und ihr werdet eben dahin gelangen. Dann wird ja Konrad der Köhler zu erfragen sein. Heute aber ist's schon spät. Bleibt bei mir über Nacht. Und mit Tagesanbruch werde ich euch den Weg zeigen und euch allenfalls auch eine Strecke begleiten. Jaromil nahm das Anerbieten des ehrlichen Landmannes mit Freuden an und ging mit ihm in die Hütte. Das Weib des Landmannes und zwei Kinder kamen ihnen entgegen, hießen Jaromil willkommen und führten ihn in das kleine Wohnzimmer. Bald jedoch blieb hier Jaromil allein mit den Kindern, denn die Bäuerin war hinausgegangen, ein Nachtessen zu bereiten. Der Bauer hatte noch manches in der Wirtschaft zu besorgen und verließ deshalb das Zimmer. Jaromil saß anfangs stumm in sich gekehrt. Der Zaubergarten mit allen seinen Wundern schwebte seinem Geiste vor. Er sah die lieblichen Blütenhäupter sich erheben und ihm freundliche Grüße zuwinken. Bald hörte er das melodische Rauschen des Silberbaches. Es funkelten vor ihm die Flammen des Marmorpalastes und die Diamanten der grauen Männchen. Dazwischen erblickte er das liebliche Gesicht von Narzisse, eilte zu ihr, die ihn freundlich willkommen hieß, und im nächsten Augenblick zeigte sie ihm den Felsen und nötigte ihn, den Garten zu verlassen. Er sträubte sich, wollte immer dableiben, öffnete die Augen und sah sich im Zimmer der Bauernhütte, die Kinder aber scheu in eine Ecke gedrückt. Und ihn furchtsam betrachtend. Er rief sie zu sich, und bald waren sie gute Freunde. Der Knabe setzte sich auf seinen Schoß, und plötzlich klang es in Jaromils Tasche. Er fuhr mit der Hand hinein und zog eine Handvoll Goldmünzen hervor. Wer hat mir nur das Geld gegeben? fragte der erstaunte Jaromil sich selbst, erinnerte sich jedoch bald, dass er die Rosenblätter in diese Tasche gesteckt habe, welche die gütigen Wielen vermutlich in Goldmünzen verwandelt hatten, damit er auf seiner Reise keine Not zu leiden habe. Er nahm zwei Münzen und gab sie den Kindern, welche sogleich aus dem Zimmer eilten, um das Geschenk den Eltern zu zeigen. Weib, sagte der Bauer, das ist gewiss ein vornehmer Herr, welcher verkleidet Reisen macht, um nicht erkannt zu werden. Sieh nur, es ist ja reines Gold. Das Nachtmahlweib, bereite gut und betten nimm die besten. Hierauf kam er zu Jaromil und dankte ihm. Dieser aber lehnte den Dank ab und sagte: Wollt ihr mir einen Dienst erweisen? So besorgt mir andere Kleider. Ich will sie euch gut bezahlen. Jaromil sah in seinen alten Kleidern sehr kindisch aus. Der Bauer hätte sich jetzt zu jedem Dienst angeboten und brachte auch wirklich in kurzer Zeit neue Kleider, die ganz für Jaromil passten. Er bezahlte daher den Bauer, stillte seinen Hunger und ging zu Bett. Kaum kraute am folgenden Morgen der Tag, so machte sich Jaromil auf die Reise. In einigen Tagen kam er in ein Städtchen, wo er erfuhr, dass er nur noch wenige Meilen zu gehen habe, um in die Hauptstadt zu kommen. Diese Nachricht vernahm Jaromil mit Freuden, da ihm die lange Fußreise beschwerlich zu werden begann. Neu gestärkt machte er sich auf den Weg und langte bald in der Hauptstadt an. Hier trat er, um sich zu erholen, in ein Gasthaus ein, setzte sich in eine Ecke und horchte auf das Gespräch der zahlreich versammelten Gäste. Man sprach eben von der Tochter des Königs welche blind, stumm und am ganzen Leib krank sein sollte. Schon sieben Jahre dauert ihre Krankheit, erzählte einer von den Gästen. Aus allen Weltgegenden kamen Ärzte, aber keiner konnte sie gesund machen. Im vorigen Jahr unternahm der König eine Reise in die schwarzen Wälder zu dem berühmten Einsiedler. Dieser gab ihm Mittel an. Durch welche die Prinzessin ihre Gesundheit wieder erlangen könnte. Aber diese Mittel sollen nirgends zu haben sein. Jaromil gab auf das Gespräch wohl Acht und dachte bei sich selbst: Wie, wenn dich der König zu seinem Gärtner aufnehmen würde? Dieser Gedanke beschäftigte ihn so sehr, dass er mit demselben zu Bett ging und sich im Traum sah, wie er als königlicher Gärtner in einem schönen Garten arbeitete, wobei ihm Narzisse und ihre Schwestern halfen. Frühmorgens stand er auf, bezahlte seine Zeche und ging voll Hoffnung zum königlichen Schloss. Bald war er bei demselben angelangt. Die hohen, stolzen Türme, die alten grauen Mauern gaben dem großen, weiten Gebäude ein ehrwürdiges Aussehen. Von zwei Seiten umgab dasselbe ein ausgedehnter Garten. Auf den übrigen begrenzte es ein hohes Eisengitter von künstlicher Arbeit. Jaromil hatte sich im Geiste ein Bild entworfen. Von dem geschäftigen Treiben, dem schnellen Umherrennen der Bedienten, der von Minute zu Minute sich mehrenden Anzahl ankommender und abfahrender Equipagen, dem planlosen Drängen des anwesenden Volkes und fand an dem ganzen Bild nicht einen Pinselstrich. Der Friede schien in das Haus eingezogen zu sein, und die Ruhe schien an seinen Pforten Wache zu halten. Lautlose Stille herrschte im Palast und seiner Umgebung. Teppiche sah man überall ausgebreitet, damit die Tritte in den weiten Gängen nicht widerhallten. Ja, selbst das Pflaster des Schlosshofes war mit schwarzem Tuch bedeckt. Damit man das Stampfen der Rosse und das Gerassel der Karossen nicht hören möchte. Die Bedienten waren alle schwarz gekleidet und bewegten sich in dem düsteren Schlosshof wie böse Geister der Unterwelt. Auch die Fenster waren alle noch verhängt. Jaromil trat unbemerkt in den Schlosshof. Und da ihn niemand beachtete, er selbst niemanden befragen wollte, setzte er sich auf eine Bank, in der Nähe des Schlossgartens. Bald kam ein alter Mann, einen Spaten in der Hand tragend, an ihm vorüber, öffnete mit einem Schlüssel die Tür des Schlossgartens, trat ein und schloss die Tür wieder zu. Jaromil sah durch eine Ritze, wie der alte Mann in einem Beet mühsam arbeitete, klopfte an die verschlossene Tür und rief Verzeiht, ich sehe, dass euch die Arbeit schwer wird. Und wenn Ihr erlaubt, will ich sie für Euch verrichten. Ich bin auch Gärtner, war aber lange auf Reisen und habe viel von meiner Kunst vergessen. Dennoch glaube ich der Arbeit gewachsen zu sein. Solltet Ihr einen Gesellen brauchen, würde ich gerne Dienste nehmen. Der Alte hatte mittlerweile die Tür geöffnet, sah Jaromil freundlich an und antwortete ihm Ich danke, guter Jüngling. Es freut mich immer, wenn ich einen Menschen sehe, der freiwillig und gern nach der Arbeit greift. Ich würde dich sogleich aufnehmen, wenn es nur von meinem Willen abhinge. Das ist aber nicht der Fall. Ich muss vorher den König befragen. Und da wird es wohl Schwierigkeiten geben. Und welche? fragte Jaromil. Hörtest du nie von der kranken Tochter unseres Königs? Oh ja. Als ich gestern hier ankam, erzählte man von ihr, und fügte auch das hinzu, dass der König einsam und traurig seine Tage verlebe. So ist es, bejahte der Alte, das Herz will mir im Leibe zerbrechen, wenn ich die Prinzessin sehe, und dann unwillkürlich in die früheren Tage zurückversetzt werde, wo sie frisch und munter im Garten sich tummelte, wenn ich Blumen pflückte und sie ihr brachte. Jetzt kann die Bedauernswerte höchstens in einem Tragesessel sitzen, in welchem sie sich zuweilen in den Garten bringen lässt. Ich bin ein alter Mann. Aber dennoch würde ich ans Ende der Welt gehen, wenn ich dort das fände, was ihr helfen könnte. Und was könnte ihr helfen? fragte Jaromil. Das darf ich dir erst dann sagen, wenn dich der König in seine Dienste wird aufgenommen haben. Als noch die Prinzessin gesund. Arbeiteten hier viele Gesellen. Nun aber darf außer mir niemand in den Garten. Erwarte mich hier. Ich will den König fragen und dir sogleich Antwort bringen. Der Alte ging. Jaromil nahm den Spaten zur Hand und setzte die begonnene Arbeit fort. Der Gärtner kam jedoch bald zurück und sagte in einiger Entfernung: Ich bringe gute Nachricht. Der König will dich sehen und ich hoffe, dass er dich auf meine Empfehlung aufnehmen werde. Der Gärtner führte Jaromil in den Palast. Durch einen langen Gang und viele Zimmer gelangten sie in das Gemach, wo der von Kram niedergebeugte Vater langsamen Schrittes umherging. Als sie eintraten, winkte der König Jaromil näher zu treten, sah ihn lange scharf an und fragte nach seinem früheren Lebenslauf. Jaromil erzählte furchtlos, ohne etwas, den Zaubergarten und seine Bewohner ausgenommen, unberührt zu lassen. Der König schien zufrieden zu sein und sprach: Gut, du bist angenommen. Merke dir aber Folgendes: Den ganzen Tag wirst du allein im Garten arbeiten, darfst, den alten Boris ausgenommen, mit niemanden verkehren und keiner Seele sagen, was du sehen und hören wirst. Mein Herr und König, was ihr da sagt, hätte ich auch ohne euren ausdrücklichen Befehl beobachtet. Ihr sollt mit mir zufrieden sein. Nach diesen Worten neigte sich Jaromil und verließ auf des Königs Wink mit dem Alten den Palast. Nun, lieber Alte, bat Jaromil, als sie im Schlosshof ankamen, zeigt mir alles, was ich zu tun habe. Der freundliche Alte führte Jaromil in den Garten, und nachdem er ihm seine künftigen Verpflichtungen angegeben, bot er ihm seinen Rat mit den Worten an Ich habe dir jetzt alles übergeben. Solltest du in Zukunft meines Rates und meiner Hilfe bedürfen, so findest du den alten Boris in jenem grünen Häuschen, unweit des Tores. Jaromil dankte dem Alten herzlich, und als dieser sich entfernt hatte, nahm er seine Gartenwerkzeuge und ging sogleich an die Arbeit. Es war gegen Mittag. Da öffnete sich die Tür, die aus den Zimmern der Prinzessin in den Garten führte, und Jaromil sah, wie mehrere Frauen die Kranke in einem weich gepolsterten Sessel in den Garten trugen. Sogleich entfernte er sich in einen entlegeneren Teil des Gartens und kam erst dann zurück, als er hörte, dass sie den Garten verlassen hätten. So unbedeutend diese Handlung Jaromils an sich war, so hoch wurde sie ihm vom König und der Königin angerechnet. Sie faßten Vertrauen zu ihm. Ja, von nun an rief ihn die Königin oft auch dann herbei, wenn die Prinzessin im Garten weilte. Er musste Blumen pflücken, Kränze winden und damit den Tragesessel der Prinzessin schmücken. Da sah er oft die unglückliche Kranke. Ihr regelmäßiges Gesicht war entstellt, die Augen geschlossen, und der ganzen Gestalt hatte Krankheit ihre zerstörenden Zeichen eingegraben. Nur wenn sie lächelte, blickten zwei Reihen der schönsten Perlen durch die geöffneten Lippen. Jaromil hatte Mitleid mit ihr, und wo er ging, hatte er sie vor Augen. Ganz natürlich wurde in ihm der Wunsch wach, ihr helfen zu können. Nachdem er lange genug vergeblich nachgedacht, sagte er zu sich selbst Bin ich doch ein Tor? Sinne Tag und Nacht auf Mittel, die der Armen helfen könnten, und der alte Boris weiß sie. Nächstens will ich ihn fragen. Am selben Tag noch ging er zu Boris und erhielt auf seine Anfrage folgende Antwort Nicht weit von hier ist ein Wald der Schwarze genannt, der sich weit, weit unter die Erde hinzieht. In diesem Wald nun wohnt ein sehr alter und gelehrter Mann, zu welchem die Menschen von nah und fern haufenweise strömen, um sich Rat zu holen. Ich machte dem König den Vorschlag, diesen Mann über die Krankheit seines Kindes zu befragen, und erhielt den Auftrag, den Weg dahin zu erforschen. Als dies geschehen war, machten wir uns auf die Reise. Glücklich kamen wir bei dem weisen Mann an. Dieser blieb mit dem König allein und fragte, wie mir dieser später erzählte, nach allen Umständen der Krankheit. Hierauf verließ er den König und ging in eine dunkle Grotte, aus welcher er jedoch bald herauskam und seine Beschwörung begann. Der König erzählte viel davon, mein alter Kopf aber hat es nicht behalten. Das weiß ich jedoch noch, dass ich ihnen eine schöne Frau zeigte, welche der Einsiedler um die Mittel befragte, durch welche die Prinzessin gesund werden könnte. Diese gab folgende Antwort. Silbernen Baches Welle gibt ihr Gesundheit wieder. Lebenden Glut leiht ihren Augen Licht. Redenden Baumes Frucht führt auch das Wort zurück. Urteile selbst, ob das Geforderte auf der Welt zu finden. Umsonst hat bisher der König alles aufgeboten, umsonst die Hälfte seines Reiches, umsonst endlich die Tochter selbst zu gemahlen, dem versprochen, der sie gesund machen würde. Niemand kam, den Preis zu holen. Jaromil hatte bei dieser schlichten Erzählung des Alten ruhig dagestanden, kein Laut trat über seine Lippen, aber die Worte, die er gehört, hafteten in seinem Herzen. Wo er ging und stand, hörte er die Sehnsucht lispeln Wasser, Feuer, Baum. Endlich wurde die Erinnerung in seiner Seele wach und mahnte ihn an die Geschenke der Wielen. Silberwellen! Lebend Feuer, redender Baum. Es sei. Ich will die gütigen Wielen um Hilfe ansprechen. Sie pflegen so viele Blüten mit der seltensten Sorgfalt. Sie werden diese Blume nicht verwelken lassen. Am folgenden Tag ging er zum König. Was begehrst du, Jaromil? fragte der König, als er ihn eintreten sah. Mein Herr, setzt ihr so viel Vertrauen in mich, Überlasst mir die Prinzessin, ich werde sie gesund machen. Du willst sie gesund machen? fragte der König im höchsten Erstaunen. Warum hast du bisher geschwiegen? Weil ich nicht wusste, was sie heilen kann. Und nun weißt du es? Ja, der alte Boris vertraute mir alles. Wollt ihr sie gesund sehen, überlasst sie mir auf drei Tage. Ihr dürft aber nicht forschen, was geschieht sonst würden meine Mittel fehlschlagen. Es sei, ich will sie deiner Obsorge anvertrauen, und gelingt es dir, sie gesund zu machen, soll deine kühnste Forderung nicht unerhört zu meinen Ohren dringen. Jaromil entfernte sich. Der König eilte zur Königin und teilte ihr die frohe Hoffnung mit. Nachdem diese davon vernommen, kam sie zu Jaromil und wollte, dass er von nun an im Schloss wohne. Er nahm aber das Anerbieten nicht an, indem er vorgab, für die kommenden Tage im Garten Vorbereitungen treffen zu müssen. Und wirklich machte er an einem abgelegenen Platz des Gartens eine Umzäunung, dass niemand sehen konnte, was vorging. Tags darauf empfing er aus den Händen der Königin die kranke Prinzessin, ohne dass diese etwas wusste. Denn sie schlief, als sie Jarumil in seinen Armen hinabtrug und ins weiche Gras legte. Hierauf nahm er die Perlenmuschel, öffnete sie und fand eine große Perle. Hörbar pochte sein Herz, als er dann die Perle auf die Erde warf. Ein Weilchen blieb die Perle im Gras liegen, dann nahm sie immer mehr und mehr ab, bis sie endlich ganz verschwand. An derselben Stelle sprang eine Quelle hervor, er hob die weichen Arme hoch in die Luft, senkte sie aber wieder, und tausende von Perlen fielen in schöner Bogenwindung auf das Gras. Doch nein, nicht Gras war es mehr, wohin sich die schäumenden Perlen senkten, sondern die Tiefe einer Perlenmuschel. Aus den schäumenden Wasserstrahlen schwamm eine blasse Frau. Wellen scharten sich in wilder Freude um sie und küßten ihre Lilienarme. Die Sonne senkte ihren Gruß in Regenbogenfarben auf den hochgeschwungenen Bogen und schaffte einen Baldachin über dem Haupt der Welenkönigin. Denn diese war es. Jaromil erkannte sie sogleich, trat näher zu ihr und sprach: Du warst gütig gegen mich und sagtest, ich könne, falls ich deiner Hilfe bedürfe, dich mit jener Perle, deinem Geschenk, rufen. Siehe, die Zeit ist bald gekommen. Ich fordere jetzt deine Hilfe, doch nicht für mich, sondern für diese Unglückliche. Silbernen Baches Wellen sollen ihr Gesundheit wiedergeben. Erfülle also deine Zusage, indem du ihr Hilfe schaffst. Es sei. Antwortete die Wieler. Reiche mir die Prinzessin. Jaromil nahm die noch immer schlafende Boleslava, so hieß die Prinzessin, und legte sie auf die Wellen, von wo sie die Wieler aufnahm und unter dem schäumenden Perlenfall verschwand. Die Hände gefaltet, den Leib zum Wasser vorgebeugt, schaute Jaromil unbeweglichen Blickes zur Tiefe hin in höchster Spannung das Wiederkommen der Wieler erwartend. Es dauerte nicht lange. Die blasse Wieler erschien, eine wunderschöne Jungfrau in den Armen. Voll der freudigsten Gefühle trat Jaromil an den Rand des perlenreichen Kessels, wohin die rauschenden Wellen die Wielenkönigin spielend trugen. Welche die Jungfrau in seine ausgebreiteten Arme legte und sprach: Nimm deine Braut, leb wohl und schweige Jaromil wollte der gütigen Wila danken sie war aber bereits verschwunden und auch von dem schönen wasserfall war keine spur geblieben als tausende kleiner tropfen mit denen die verschwindenden wellen das gras bespritzt hatten jaromil hätte den ganzen vorfall aller wahrscheinlichkeit nach für einen schönen traum gehalten wenn nicht die prinzessin so wunderbar verändert in seinen Armen gelegen hätte. Sie schlief noch. Er legte sie daher auf den Rasen und eilte in das Schloss, um Speisen zu holen, welche in einem Zimmer bereit sein sollten. Als er zurückkehrte, war die Prinzessin erwacht. Ihr erstes Gefühl war das der Verwunderung, ihr zweites das der Freude. Und wie der Vogel, dem Käfig entflogen, in stürmischer Eile durch die Lüfte flattert, als wolle er weit, je weiter, je lieber, von seinem Kerker wegfliegen. Also eilte sie an Jaromils Hand durch die Gänge des weiten Gartens, bald ihn vorwärts ziehend, bald in kindlicher Freude um ihn hüpfend. Von den herbeigebrachten Speisen nahm sie äußerst wenig, um nur in etwas dem Wunsch Jaromils zu willfahren. So war der erste Tag vergangen. Die Prinzessin begab sich von Jaromil geleitet, aber von niemand bemerkt, in ihre Zimmer, worauf Jaromil in den Garten zurückkehrte. Mit heißer Sehnsucht erwartete er den folgenden Tag. Die freudige Hoffnung, dass er die holde Prinzessin gesund machen werde, durch den glücklichen Erfolg des ersten Versuchs zur Gewissheit gesteigert, ließ ihn nicht ruhen. Zehnmal war er durch die einsamen Gänge des Gartens geeilt und wohl öfter an den Fenstern der Prinzessin stehen geblieben. Zehnmal kehrte er in seine Umzäunung zurück und sah nach, ob für morgen alles bereit und geordnet wäre. Kaum kraute der Tag, stand Jaromil vor der noch schlafenden Prinzessin, um sie in den Garten zu führen. Als dies geschehen war, nahm er das Fläschchen und zog den silbernen Pfropf mit voller Zuversicht heraus. Alsbald verwandelte sich das Fläschchen in eine feurige Kugel, die, im Wirbel sich bewegend, tausende und abertausende glühender Funken nach allen Seiten entsandte. Flammen, hellblau, rot und gelb, entströmten ihr und bildeten, die hellen Strahlen verflechtend, ein schönes Gewebe bunter Bänder. Immer schneller bewegte sich die Kugel. In deren Mitte Jaromil das Mädchen erblickte, welches ihm das Feuerfläschchen geschenkt hatte. Indem er näher trat, sprach er Vergib, dass ich von deinem Geschenk so bald Gebrauch mache. Sieh, die Arme. Das Licht ihrer Augen ist erloschen, und nur lebendes Feuer vermag es ihr wiederzugeben. Ich dachte an dich und hoffe, dass du ihr helfen werdest. Bei diesen Worten lächelte das Mädchen, erhob die winzigen Finger, sprang aus der Kugel und glitt aus den Feuerstrahlen zu der schlafenden Prinzessin. Dann neigte sie sich zu ihr und berührte mit dem rosigen Finger ihre Augen. Plötzlich sah diese auf. Er blickte jedoch weder das Feuermädchen noch die feurige Kugel, denn beide waren ohne Spur verschwunden. Aber zwei von den tausend Funken waren in den Augen der Prinzessin geblieben und von ihrer Glut entbrannte Jaromils Herz. Voll Verwunderung und Freude sprang die Prinzessin auf, und ihr erster Blick fiel auf Jaromil. Eine Hand legte sie auf ihren Rosenmund, als wollte sie sagen, wie gern sie ihrem Gefühl Worte geben möchte, wenn das Band ihrer Zunge gelöst wäre. Mit der anderen ergriff sie seine Hand und wollte sie küssen. Nicht doch, schöne Jungfrau sagte Jaromil, indem er die Hand schnell zurückzog. Das verdiene ich nicht, bin ja hinlänglich dadurch belohnt, dass ich dein engelsgleiches Antlitz sehen darf. Nun aber komm, dass ich dir den Garten zeige, wo du sehen wirst, wie groß die Bäumchen geworden sind, die du als Kind mit dem alten Boris gepflanzt hast. Mit anmutigem Lächeln horchte die Prinzessin auf seine Worte und ging dann mit ihm sie durchstrichen alle gänge des gartens doch bald kniete sie hier zur rose drückte warme küsse auf ihren kelch und bewunderte ihre schönheit bald blieb sie wieder am teich stehen und sah den bewegungen der goldfische zu dort setzte sie sich endlich unter einen schattigen apfelbaum und jaromil pflückte äpfel von denen er die schönsten für sie auswählte der tag war schneller vergangen als es jaromil gerade wünschte am abend begab sich boleslava in ihre zimmer er aber blieb im garten der schlaf floh seine augen unaufhörlich schwebte ihm das reizende bild der prinzessin vor wie heiß und innig liebe ich sie und doch wird sie mir niemals angehören der könig sagte wohl wer sie gesund mache könne selbst ihre hand beanspruchen aber wird er auch Wort halten? Diese und ähnliche Gedanken bewegten stürmisch Jaromils Seele. An einen Baum gelehnt blickte er sehnsuchtsvoll zu den Fenstern, hinter welchen die Geliebte weilte. Und, um ihr ein Zeichen zu geben, dass er wach und ihrer Eingedenk sei, fing er an zu singen. Die vollen, kräftigen und doch weichen Töne seines Liedes Lockten die schlummernden Lüfte herbei, welche ihre Ruhestätte, die Kelche der Blüten und die Kronen der Bäume verließen, um des Sängers Liebeslied an der Prinzessin Fenster zu tragen. Von der süßen Melodie gelockt, erschien Boleslava am Fenster, und da sie Jaromil erblickte, gab sie ihm durch Zeichen zu verstehen, dass sie nicht länger im Schloss bleiben wolle. Jaromil war es zufrieden und beeilte sich, ein Lager für sie zu bereiten. Zu diesem Ende sammelte er im ganzen Garten die duftigsten Blätter und bereitete ein Lager unter einem großen Rosenstrauch. Kaum legte sich Boleslava zur Ruhe, bedeckten sie die Lüfte mit wonnigem Hauch des Rosenstrauches. Nachtigall wiegte sie ein und Liebe bewachte sie. Sie schlief sanft. Jetzt, dachte Jaromil bei sich selbst, will ich noch Narzisse rufen. Boleslava schläft, und ich bin sicher, dass sie nichts sehen werde. Die Nachtigall verstummte. Die Lüfte legten sich. Der Mond verbarg sein Angesicht. Und nur mit den hellen Sternenaugen sah die Nacht zur Erde herab. Jaromil entfernte sich auf einige Schritte nahm den Kern und ließ ihn zu Boden fallen. Plötzlich ergossen sich Rosenstrahlen über den Garten, und wo der Kern hingefallen war, sproß ein grüner Zweig hervor, trieb seine Äste höher und höher, bis vor dem staunenden Jaromil ein großer Baum stand, von dessen blütenreichem Gipfel Narzisse ihn hold anlächelte. Auf jedem Blatt in jeder Blüte wiegten sich goldlockige Wielen, die leise Worte untereinander tauschten. Die Lüfte wachten auf, säuselten durch der Bäumegipfel und küssten die Rosenwangen der Wielen. Was verlangst du? fragte Narzisse mit lieblicher Stimme Jaromil, der in stummer Verwunderung dastand. Gute Narzisse, du wirst gewiss meine Bitte nicht unerhört lassen. Sie, die schöne Jungfrau, die hier schläft, ist stumm, und nur ein Apfel vom redenden Baum wird ihr die Sprache wiedergeben. Liebe Narzisse, mache sie gesund. Auf Jaromils Bitte pflückte Narzisse eine Knospe und hauchte sie an. Die Knospe öffnete sich. Sie hauchte zum zweiten Mal. Die Blüte welkte. Hauchte zum dritten Mal. Und schon hielt sie den schönsten Apfel in ihrer Hand, den sie zur Erde gleiten ließ, und sprach Nimm den gewünschten Apfel und mache deine Geliebte gesund. Willst du aber im Glück verharren? Schweige von uns bis zum Tode. Heller und glänzender leuchteten nach diesen Worten die Rosenstrahlen, so daß Jaromil seine Augen schließen musste. Da hörte er aus der Ferne einen lieblichen Gesang, horchte, öffnete die Augen. Baum und Licht waren verschwunden. Der Gesang aber tönte fort, immer weicher, immer sehnsuchtsvoller, bis er in einem leisen Seufzer verklang. Abermals herrschte Stille. Nur die Winde eilten und säuselten durch den Garten, weckten die Blumen aus dem süßen Traum, und erzählten ihnen leise lispelnd ein Märchen vom Zauberbaum. Jaromil saß, den Zauberapfel in der Hand, in Boleslavas Nähe. Liebe, Furcht und Hoffnung wogen in seiner Seele auf und nieder. Da fiel ein Blatt zur Erde nieder, berührte im Fall die träumende Nachtigall, welche sogleich das liederreiche Köpfchen erhob, und mit ihren süßesten Tönen den eben heranschleichenden Tag begrüßte, bis Boleslava erwachte. Jaromil trat zu ihr und sprach: Als du schläfst, fand ich den schönsten Apfel des Gartens. Da nimm und iss. Er reichte ihr den Apfel und fügte traurig hinzu: Es ist vielleicht die letzte Stunde, in welcher es mir gegönnt ist, bei der schönen Prinzessin zu weilen. Denn diese wird gesund geworden, mit dem armen gemeinen Gärtnerburschen nicht so vertraulich verkehren dürfen wie zuvor. Hier wurde seine Rede durch einen lauten Schrei Bolles Lavas unterbrochen. Was geschieht mit mir? Ich kann reden. Oh, gewiss hast du mich mit dem Zauberapfel gesund gemacht. Ja, Romil, mein Wohltäter, wie soll ich dir vergelten? Du sprachst soeben Worte, die mir sehr wehtun. Was denkst du von mir? Oder meinst du, dass mein Vater so ungerecht sein und dir für den erwiesenen Dienst, den er nicht glänzend genug lohnen kann, so schlechten Dank wissen werde? So sprach die aufgeregte Prinzessin, wobei sie beide Hände Jaromils fasste und an ihren Busen drückte. Man sagte mir, ich könne von deinem Vater sein ganzes Königreich fordern, wenn ich dich gesund mache. Aber was sollen mir seine Schätze nützen? Die können mich nicht glücklich machen. Und was mich für immer glücklich machen würde, darf ich niemals fordern. Und was könnte dich glücklich machen? fragte Boleslava leise. Und die Farbe der Morgenröte ergoß sich über ihre Wangen. Denn sie ahnte seine Antwort. Dich, schöne Jungfrau, würde ich vom König fordern und dann nach allen Schätzen der Welt kein Verlangen tragen. Wieder erhob die Nachtigall ihre Stimme und sang ein Lied so laut, dass es die Antwort der Prinzessin übertönte. Aber Jaromil hatte das leise, ja, doch vernommen. Eine Stunde noch brachten die Glücklichen im Garten zu, worauf sich Boleslava in das Schloss begab. Jaromil blieb im Garten, und von Ungewissheit gefoltert, warf er sich hin auf jene Stelle, wo seine Geliebte die Nacht zugebracht hatte. Jedes Wort, das sie gesprochen, wiederholte er. Jede Bewegung, jedes leise Zucken der Minen führte Erinnerungen in seine Seele zurück und erfüllte ihn mit Hoffnung und Besorgnis, bis er endlich sanft einschlief. Da sah er sich in einem großen Saal dessen eine Hälfte prächtig geschmückt und mit den schönsten Blumengrenzen behangen war, die zweite Hälfte bedeckte ein dichter rosiger Nebel, so dass man nichts wahrnehmen konnte. Plötzlich wurde der ganze Saal hell erleuchtet, und Jaromil sah im Hintergrund einen goldenen Thron, auf welchem eine Jungfrau von außerordentlicher Schönheit saß. Er trat näher und erkannte Boleslava, die ihm winkte, neben ihr Platz zu nehmen. Kaum war dies geschehen, so tat sich die eine Seitenwand des Saales auseinander. Und Jaromil erblickte zwischen vier goldenen Bogen den Zaubergarten und in seiner Mitte das Schloss. Auf den ersten Blick erkannte er es, aber Boleslava schaute verwundert hinein. Da öffnete sich das Schlosstor und aus demselben traten Wielen in großer Zahl, an ihrer Spitze Narzisse, und neben diesen schritten zwei Wielen, jede eine Krone auf seidenem Polster tragend. Der Zug bewegte sich zu dem Thron, auf welchem die Liebenden saßen, und nachdem man herbeigekommen, den Thron mit Blumen und Kränzen geschmückt hatte, nahm Narzisse die erste Krone aus Rosen und Lilien, setzte sie auf die schwarzen Locken Boleslavas und sprach Mehr als Gold und Edelgestein schmückt dich diese Krone aus zarten Blüten. Sie sind ja deiner Seele Bild. Habe Acht, dass sie niemals welken. Hierauf nahm Narzisse die zweite Krone, die von goldenem Glanz und Edelsteinen strahlte, und indem sie dieselbe auf Jaromils Haupt legte, sagte sie zu ihm, Nun bist du König, Jaromil, bleibe gut und gerecht, vergiss meine Worte nie, und du wirst glücklich sein. Dann hauchte sie einen Kuss auf seine Stirn, und er erwachte. Als er die Augenlider aufschlug, glaubte er noch immer zu träumen, denn seine Königin stand vor ihm. Eine geraume Zeit bin ich schon hier, sprach Boleslava, »und warte auf deiner Wachen, damit wir zu den Eltern gehen.« »Ach, Boleslava, ich hatte einen so schönen Traum«, rief Jaromil und erzählte, von ihr aufgefordert, die eben gehabte Erscheinung. »Das ist ja ein gutes Zeichen«, meinte Boleslava, als er seine Erzählung beendet hatte. »Nun aber lass uns schnell zu den Eltern gehen.« Jaromil flocht einen Kranz von Lilien und Rosen und begrenzte damit die schöne Boleslava, wonach sie ins Schloss eilten. Mit heißer Sehnsucht hatten inzwischen die Eltern der Prinzessin den dritten Morgen erwartet und saßen nun voll banger Zweifel im Saal, der an die Zimmer der Prinzessin stieß. Auch die Hofbeamten hatten sich zahlreich eingefunden. Denn ein jeder wollte die geheilte Tochter seines Königs sehen. Da öffnete sich die Tür, und Jaromil trat ein, die reizende Boleslava an der Hand führend. Alle wandten ihre Augen dahin, und im selben Augenblick fesselte die Schönheit der Geliebten die Zungen aller, dass sie staunend schwiegen, als Jaromil die Prinzessin durch ihre Reihen führte. Beim König angekommen, verneigte sich Jaromil und sagte: auf Boleslava weisend, Mein Herr und König, deine Tochter. Bei diesen Worten lösten sich die Zungen der Anwesenden, und ein solcher Jubel wurde laut, dass die Fenster des Gemachs zitterten. Lange dauerten die lauten Freudenbezeigungen, während welcher Boleslava in den Armen ihrer glücklichen Eltern lag. Als sich der Jubel etwas gelegt hatte und der hocherfreute Vater sprechen konnte, sagte er. Sprich, begehre, was du willst, alles soll gewährt sein, und begehrtest du mein ganzes Reich, ich will es dir geben. Was würde mir ein Königreich und alle Schätze nützen, wenn an meinem Herzen ewiger Schmerz nagen würde? Gebt mir eurer Tochter Hand, und ich will euch segnen mein Leben lang. Betroffen schwieg der König, und sein Auge irrte von der Königin zur Tochter und von dieser wieder zurück. Als er aber sah, dass Boleslava zu ihm und der Mutter bitten schaute, wollte er sie am ersten Tag ihrer Wiedergeburt nicht betrüben. Er nahm daher ihre Hand, legte sie in jene Jaromils und sprach: Nimm denn mein wertvollstes Kleinod und sei mein Nachfolger. Die seltene Begebenheit war bald in der ganzen Stadt und Gegend bekannt geworden, und unter lautem Jubel drängte sich das Volk zum königlichen Schloss. So daß bald der Schlosshof, ja selbst viele Gänge der Burg mit Neugierigen gefüllt waren. Mitten durch das Gewühl bahnte sich der alte Boris einen Weg zu den jungen Verlobten. Als er aber bei ihnen ankam, konnte der gutmütige Mann Vor Rührung nicht sprechen. Tränen erstickten seine Worte. Mittlerweile hatte der König Befehl gegeben, ein Fest zu bereiten, desgleichen die Hauptstadt noch nicht gesehen damit die Vermählung des jungen Paares würdig gefeiert werden möchte. In jenem Land war es Sitte, dass am Tag vor der Vermählung jedermann in die Wohnung der Brautleute kommen durfte, um sie zu sehen. Da kam denn an diesem Tag ein alter Mann zu Jaromil und sprach Vergebt, mein Herr, dass ich mit einer Bitte zu euch komme. Man erzählt, ihr seid eines Köhlers Sohn. Sagt, ist dieses Gerücht wahr? Freilich, Wohl, Köhler Konrad aus dem Schwarzen Wald ist mein Vater. Der bin ich, rief der Kreis. Der Stock entfiel seiner Hand und der Vater lag in des Sohnes Armen. Wo ist die Mutter? Fragte Jaromil, als sich der Überraschte erholte. Der Herr hat sie zu sich gerufen. Bis an ihren Tod hat sie es aufrichtig bereut, dass sie dich so stiefmütterlich behandelte. Bis du ihretwegen von Hause wegliefst. Da Jaromil nicht sagen durfte, wo er so viele Jahre zugebracht hatte, schwieg er, wodurch sein Vater in der Meinung bestärkt wurde und daher oft erzählte, wie sein Sohn der bösen Stiefmutter wegen entlaufen und König geworden war. Am Tag der Vermählung musste der alte Konrad zwischen Jaromil und Boleslava sitzen, die den Vater ihres Geliebten froh begrüßte. Am zweiten Tag des Festes wurde das junge Paar gekrönt, wobei Jaromil, damit sein Traum erfüllt werde, eine goldene Krone trug, Boleslava aber jene aus Rosen und Lilien. Jaromil regierte weise und gerecht. Daher liebte ihn das Volk. Und die meisten seiner Untertanen pflegten ihn, vorzüglich in seinen späteren Regierungsjahren statt König Vater zu nennen. Und sein Andenken blieb auch nach seinem Tod gesegnet beim Volk.